das Einzige, was du eigentlich wissen musst, wir unterhalten uns hier beide. Während du den Schnitzel machst, unterhalten wir uns. Während ich die Schnitzel? Ja, unterhalten wir beide uns. Ja, ja, aber ich muss nicht sagen, ein Hallo ihr Lieben oder so? Ja, das sagen wir gleich. Du musst sagen, wann das losgeht. Hast du irgendeine Geschichte, wo du die bei uns erzählen können? Und irgendwas, woran du denkst? Also ich hatte mir so vorgenommen, also hallo ihr Lieben, schaut mich an, ich bin's nicht, ich bin nicht die Monika, ich bin die kleine Schwester, nicht die große Monika, sondern die kleine Schwester. Ich traue mich und mache diese Sendung und hoffe, ihr habt etwas Geduld mit mir, zum Beispiel. Das würdest du sagen? Ja. Ich hoffe, du hast aufgenommen. Das schaffe ich nicht nochmal. Das habe ich aufgenommen. Und wie ist das? Leg los. Hä? Leg los. Du bist schon mittendrin. Ich? Ach so. Oje, oje. Also. Es ist ein bisschen zu meiner Biografie. Ich bin vor 43 Jahren nach Wien gekommen. Ich habe dort, durch die Liebe natürlich, habe dort meine Kinder bekommen, habe echte österreichische Kinder, die den Dialekt sehr gut sprechen. Ich könnte eine kleine Kostprobe geben, zum Beispiel, gleich kommt's. Ich hab's vergessen. Hast du vergessen? Ja. Die Kostprobe. Die kommt aber noch. Du, das Ding ist, deine Kinder, ja, die können kein Hochdeutsch, die können nur Wienerisch. Nee, trotzdem, in der Schule ist immer wieder, na, hast du eine deutsche Mutter? Irgendwas kommt. Wirklich? Ja. Ja, ist so. Aber ihr wohnt in einem sehr schönen Stadtteil in Wien. Wir wohnten im ersten Bezirk. Ja, das war herrlich, die Wohnung. Er war eine typische Wiener Wohnung, riesengroß. Ja. Hohe Decken, 4 Meter oder so. Ja, knatschende Fußböden. Knatschende Fußböden, alte Fußböden. Der Stephansdom um die Ecke. Das ist der Stephansdom, die Naglergasse. Naglergasse. Alles um die Ecke. Ja. Also zu erreichen. Direkt. So, also mein Mann war Arzt und kam dementsprechend nachts um 11 nach Hause. Ich war ganz allein, ganz neu in Wien. Bin mit meinen Kindern über den Graben gegangen. Das ist mitten in der Stadt. Und dieselbe Idee hatten andere Mütter. Nämlich, wir kreisten herum und herum und herum. Und da wir uns also fast jeden Abend wieder sahen, haben wir uns angefreundet. Ja. So habe ich meine Freunde kennengelernt. So geht das. Und ich durfte auch jederzeit meine Freunde einladen. Und hatte also mit meinen Kindern... Weil dein Mann aus einer sehr großen Familie, die mit Gastfreundschaft sehr großzügig umgeht, kommt. Sehr groß. Er war sehr großzügig. Ja. Und er kam, geboren in Triest, ja, auf der Straße aufgewachsen, mit Slowenisch, Serbokratisch, Italienisch. Ja. Dann hat eines Tages der Vater, der in Wien studiert hatte, war Serbe, also ein Slowene mehr, also ein Gemisch, der hat entschieden, dass sie nach Wien gekommen sind, zum großen Kummer meiner Schwiegermutter. Und dann hat mein Mann hier und sein Bruder Deutsch gelernt in Wien und haben hier studiert und können eigentlich jetzt also am sichersten schreiben und so weiter Deutsch schon. Das ist richtig. Das, ja. Ah, ich weiß es, wie es heißt. Halte Goschen. Halte Goschen? Halte Goschen. Das kann aber auch aus Bayern kommen oder irgendwas. Nein, halt. Halte Goschen. Du kannst das nicht so wienerisch sagen. Nein, ich kann das nicht so wienerisch. Aber das sagt mein Sohn zu mir, wenn ich ihm richtig auf den Wecker gehe. Ja. Halte Goschen. Na, sehr schön. Na, sehr lieber Freund. Ja. Naja, aber die beiden Jungs haben es für sich sehr gut hinbekommen. Die sind beide recht bekannte Wiener Bürger geworden. Sehr bekannte, ja. Ich habe die Ehrung von deinem Mann ja mitbekommen von der Stadt Wien. Und, das Goldene Verdienstkreuz. Ja, dein Schwager hat bestimmt auch irgend so ein Ding bekommen. Hat er bekommen. Garantiert. Ja. Auf jeden Fall, du bist jetzt solo, dein lieber Mann ist verstorben, den ich immer gerne mochte. Ja. Und eines der Sachen, die du nach Hamburg gebracht hast, also zu mir zumindest, ist, wenn ich dich besucht habe in Wien, was ich gern gemacht habe. Und wenn ich übrigens erzählt habe von Triest, dass wir nach Triest fahren, dann war das immer in die Wohnung meiner Tante Tini, die sie in Triest hatte. Ja. Bis vor ein paar Tagen. Ja, bis vor ein paar Tagen. Sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Das war meine zweite Heimat. Ja. Da waren wir 3 Monate mindestens im Jahr. Ja. Jetzt bin ich allein. Und ich war letztes Jahr 2 Wochen mit meinem Sohn dort. Und das ist dann zu großer Luxus und eigentlich auch ein bisschen zu traurig.
wenn du statt zu viert nur noch allein hinfährst. Ja. Ich habe zwar Freunde, aber... Das Wiener Schnitzel hast du mir in deiner Wohnung noch im tiefen Graben, nicht in deiner neuen Wohnung, ja, die auch sehr, sehr schön ist, mit herrlichem Blick, gezeigt. Und seitdem mache ich Schnitzel genau so. Hoffentlich mache ich heute keinen Fehler. Vielleicht mach ich das die ganze Zeit falsch. Nein. Zeig mir, wie es geht. Ich sag dir, wie es geht. Also, ich habe hier ein deutsches Schweineschnitzel. Okay. Ich würde sagen Schweinsschnitzel. Ja. Da befreit man als erstes alle Flachsen. Das heißt, so Fettansätze, Sehnen, alles, was so ein bisschen zäh sein könnte, ja, macht man weg. Das kann ich jetzt aber, zum Beispiel hier ist noch so ein, das kann ruhig drin bleiben. Das ist halt ein bisschen fettartig, nicht so schlimm. So, jetzt hat man dieses Wunderding. Das hat einmal da Noppen und einmal ist es glatt. Ja. Um das Fleisch zu schützen und nicht zu verletzen, gebe ich eine Folie drüber. So, reiße ich ab. Du erstickst das Fleisch, während du es verprügelst. Genau. Ich ersticke es, aber es bleibt trotzdem lebendig. Ja, alles klar. Und jetzt klopfe ich. Und zwar, ich würde anfangen mit den Noppen. Im Ernst? Ja. Ich sage immer allen, sie sollen die Noppen nicht nehmen. Ja, ist es richtig. Wenn du das nicht schützt, das Fleisch, verletzt du es. Okay. Machst du in Fetzen. Machst du Fetzen draus. Ja. Aber wenn du diese Folie drüber hast, dann darfst du. So, das macht nämlich schon ziemlich gut. Ist es laut, ne? Während des Schlagens werden die Leute dich über dein Mikrofon nicht so richtig hören. Ach so. So, jetzt drehe ich das Ganze einmal um. Ja. Dann bekommt es Schläge von der anderen Seite. Also ich war einmal in deiner Wohnung, deine neue Wohnung, als du gerade eingezogen bist. Ja. Und da hast du einen Wiener Schnitzel gemacht. Ja. Und da kam der Nachbar hoch. Ja. Hat noch nicht mal an der Tür gehalten, sondern ist durchgerast und hat gesagt, da macht ja diesen Lärm. Ja, furchtbar. So fing an, dass ich meinen, mit dem ich heute gut bin, mit dem Nachbarn. Ja. Seine Frau hat ihn verlassen und seitdem wird er zu Menschen. Es ist wirklich unglaublich. Aber der hat sich überall beschwert. Überall stehen unten Verbotsschilder und überall. Also er ist ein unzufriedener Mensch. Aber er ist jetzt freundlich mit uns. Noch die andere Seite. Also es sollte breit und dünn sein. Ich glaube, ich habe es genug geschlagen. Echt? Ich mache das noch viel dünner. Ja, ist auch richtig. Ja? Aber soll ich jetzt so lang klopfen? Ja, weil das schneide ich einfach raus. Alles, was ich nicht brauche. Ach so. Das habe ich auch nicht so dünn bekommen. Die schneiden hier anders. Ja. Anderes Fleisch. Also in Wien natürlich weiß man Wiener Schnitzel, wie man das schneidet. Es ist auch nicht so, es hat verschiedene Formen. Aber irgendwie ist das Fleisch anders. Also es ist nicht wirklich anders. Aber es ist... Du hast recht mit viel dünner. Ups, also über uns ist eine Arztpraxis. Das war schon ein Segen, als mein kleiner Bruder hier wohnte und seine Musik laut gehört hat, weil abends ist da keiner. Da kannst du mehr machen, wie du willst. Herrlich. Es ist auch abends eben still. Ja. Es ist keiner, der oben trampelt. Man hört ja in Altbauten eben jeden Schritt. Ne? Ja, und hier nicht. Ja, wenn keiner da ist, nicht. Nee. Aber wenn jemand da ist, schon. Ja. Dann hörst du alles. Und hier ist auch ein Pssst-Ton, der nicht den ganzen Tag läuft. Und es kann nicht von dieser Wohnung sein, es muss von irgendwo herkommen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gefunden. So, ich glaube, das ist dünn genug. So. Okay. Da lernt man wieder was dazu, weil ich mache es deutlich dünner. Aber jetzt weiß ich noch dünner? So, dass ich es nicht dünner machen muss. Ich hoffe es. Deine Schnitzel sind die besten. Dieses Fing ist auch, das habe ich schon geklopft. Ja. Aber eigentlich ist das viel zu dick.
Dann hau nochmal drauf. Ich hau nochmal drauf. So, wenn du das jetzt so gemacht hast, ja? Ja. Dann nimmt man Salz. Ja. Und salzt. Nicht zu viel Salz, dann versalzt man es. Also wird gesalzen auf beiden Seiten. So, andere Seite. Und noch ein bisschen hier. So, und dann rollt man es ein. Ach. Und dann lässt man das Ganze rasten. Ah. Das heißt, das muss liegen bleiben. Okay, okay, das mache ich auch nicht. Das ist... Ja, das und das wolltest du noch ein bisschen verprügeln, dieses... Und dieses muss ich einfach noch, weiß nicht, die schrumpeln wieder zusammen oder ich kenne mich nicht aus. Das drehe ich auch nochmal um. So, das sollte. Das Witzige ist, diese eine Kamera durch dein Schlagen, obwohl hier keine Verbindung dazu ist, erschreckt ja. Die sich so sehr, dass sie die ganze Zeit das Bild vibriert. Das Bild? Vibriert. Oi. Ja, oi. Klar. Das ist ja die Reaktion, es besteht aus Atomen, die das weiterführen. Und ja. Wenn ich hier, geht es ein bisschen Keller, dass die Kanus wackeln. Sehr, sehr schön. Also wie lange lässt du denn jetzt die gerollt? So, das mache ich... Die lasse ich jetzt gerollt, solange wie ich den Kartoffelsalat fertig mache. Ah. Also, ich rolle. Das heißt, wir kriegen auch einen Kartoffelsalat präsentiert heute. Ja. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Doch. So. Eigentlich soll das Ganze ein bisschen kleiner, aber es ist wunderbar. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Jetzt schiebe ich das ein bisschen nach vorne. Mhm. Also, ich habe die Kartoffeln, natürlich feste Kartoffeln, gekocht und gepellt. Und ich schneide die Kartoffelscheiben nicht so dünn. Nicht so dünn, so ein bisschen stärker. Nicht so wahnsinnig dünn, hauchdünn, so ein bisschen stärker. So, und jetzt bräuchte ich heißes Wasser. Heißes Wasser, kochendes. Kochendes Wasser. Aha. So. Das ist... So ein bisschen wie so ein badischer Salat, ne? Na, ganz wenig Wasser nur, ganz wenig. Na, ganz wenig? Ganz wenig Wasser, also halb, ja, so. Ganz wenig. Das ist jetzt sehr wenig. Das macht nichts. Martin. Du, Martin, ja. Du bist der Zwiebelschneider. Ach du grüne Neune. Warte. Ja. Ich habe die Zwiebeln schon gepellt. Ja. Also ich kann sie dir vorschneiden. Ja, kannst du machen. Und du bist der Fachmann da. Ja, alles gut. Nicht in die kleinsten Viertel, mittlere. Müssen nicht ganz klein sein. Also nicht zu fein? Nicht zu fein, nein. In Vierteln, ne? Was also heißt hier in Vierteln? Nicht in Scheiben. Nein, so in Würfelchen. Ja, Würfelchen. Oh, ich habe krass. Ich kann nicht dein Messer haben. Mein das, was? Das Messer. Das Messer, was ich habe, ist katastrophal. Ja. Das passiert gelegentlich. Ja, ich merke schon, ich mache es wahrscheinlich doch zu fein. Unterdessen, wo die Zwiebeln geschnitten werden, kann ich schon anfangen, das Öl in die Pfanne zu geben. Öl ist im Moment zwar rar, aber man braucht es für die Wiener Schnitzel. Ja, was nimmst du da? Sonnenblumenöl normalerweise? Ich habe ein Sonnenblumenöl genommen. Was nimmst du zu Hause? Auch sowas. Ja? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon anstellen soll. Nein. Wie du willst. Ich bin nicht der Chef hier. Du bist die Chefin. Mhm. Ich schneide nur Zwiebeln und halte die Kamera. Ah, super. Und Martin, perfekt. Perfekt. So, ich tue nämlich die Zwiebeln jetzt hier dazu, zu den Kartoffeln.
So, wunderbar, schön. Und dann gieße ich das heiße Wasser drüber. Ist das richtig heiß? Ja, es hat gekocht. Mhm. Wenn es reicht, ne? Es ist ganz... Also Monika macht das immer mit Brühe, ne? Das weiß ich, nein, ich mache nur Wasser. Nur Wasser. Ich mache Wasser. Ja. Jetzt habe ich leider keinen Löffel. Aber Löffel, ich muss einfach nur... Weißt du, das ist so meine zweite Lebensaufgabe ist. Löffel sorgen. Alles, was man vergessen hat, dir zu reichen. Danke, danke, danke. So. Jetzt. Kartoffelsalat, komischerweise, braucht sehr viel Salz. Okay. So, muss ich ordentlich. Ich glaube, das kann noch mehr vertragen. So, und ich nehme immer, das machen viele nicht und finden das auch ganz schrecklich, aber ich nehme eine ordentliche Prise Zucker. Zucker? Zucker. Okay. So, jetzt muss ich das Olivenöl holen. Ja, das kann ich dir auch geben. Ach, das ist da unten drin, ja. Das Kürbiskern. Halt. Was ist das hier? Das da. Also, ich nehme Olivenöl. Manche machen das, ich weiß es nicht, also es ist ein Bio-Olivenöl. Auch ziemlich reichlich. Ich schätze, Pfeffer brauchst du auch, ne? Ja, danke schön. So. Und jetzt, also fast alle nehmen Essig oder Aceto. Ja. Ich nehme Zitrone. Sehr das habe ich vorgepresst. Wie viel hast du genommen? Eine ganze, eine halbe? Also das ist eine ganze Zitrone. Okay. Das muss ich gefühlsmäßig machen. Ja. Das heißt, es darf nicht zu sauer sein. Ja. Aber es ist schon säuerlich. Also ich mache es gefühlsmäßig. Vielleicht sagt es, okay, alles. Ja, es sagt alles. Ja, das war eine ganze Zitrone. Dann kommt der Pfeffer. Pfeffer, 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 Pfeffer. Ich liebe Pfeffer, also ich muss vorsichtig sein. Das muss jeder auch nach seinem Gefühl. Erwartest du Gäste heute oder habe ich die Ehre, mit dir Schnitzel zu essen? Ich schaue immer zu dir. Du hast die Ehre mit mir, es sind zwei Schnitzel. Sehr schön. Mit mir Schnitzel zu essen. Ich bin sehr gespannt auf den Kartoffelsalat. Also, jetzt ist es so, dass der eigentlich ziehen muss, damit Geschmack kommt. Ja. Ich musste auch eine Kartoffel mal probieren. So. Ganz gut. Noch ein bisschen Salz. Wie lange willst du sonst ziehen lassen? Ich würde jetzt, mache ich, so lange wie ich die, also kann man stehen lassen, weiß nicht, einen halben Tag oder mehrere Stunden oder okay, wie man will. Ja? Also jetzt mache ich das so, dass ich das also gut umrühre. Mhm. Und nochmal stehen lasse und mich jetzt um die Schnitzel kümmere. Okay. Das heißt, ich brauche einen Teller für die Eier. Ja. Ich werde hier das Paniermehl draufgeben, da habe ich ja die größte Fläche. Ja. Und stelle jetzt mal das vielleicht. Ach, du tust das auf dem Brett, okay. Interessant. Ja. Was also, du nicht willst, kannst du mir auch geben, ne? Wenn dich irgendwas stört. Ja, es geht. So, das ist das Paniermehl. Was machst du da drauf? Das ist ja hochinteressant. Wie denn sonst? Ich benutze da immer drei Teller für. Ja, ja, klar. Schon. Wäre auch gut, aber ich habe hier, diese Teller sind nicht sehr flach. Hm? Ja, ja, okay. So, ich glaube, das reicht. Ich hoffe. Sonst kann ich immer noch nachnehmen. So. Das ist natürlich... Aha. Also du machst das im Prinzip, weil du meinst, Monikas Teller sind nicht flach genug. Genau. Okay. So. Ich habe ja hier ein Tuch. Hätte ich dir auch eins besorgt. Willst du für das kleinere Brett einen Teller haben, lieber? Nein. Nein? Okay. Das geht schon. Okay. Es geht, es geht, es geht. So. Jetzt kann ich das mit. So. Ist zu
Grill am Tisch. Also, es geht einiges daneben. Ganz okay. sauber arbeiten können, das wäre ein Wunder. Also, das glaube ich niemandem. Das ist meistens etwas, was man herumstreut in der Küche. Okay. Tja. So, ich nehme 2 Eier. So. Jetzt brauche ich noch den Schneebesen, den habe ich vergessen. Schneebesen? Der hängt hier bei mir. Genau. So. Ups, der ist groß. So. Jetzt mache ich etwas. Ich fange an, das Ei zu quälen. Ja? Dann nehme ich ein bisschen Wasser. Aha. Und schütte nicht allzu viel dazu. Dann schlage ich das auf. Das geht gut. Also ich hab jetzt mal Schnitzel à la Tante Tini gemacht, aber heute erfahre ich so die kleinen Zwischentöne. Ja. Das Wickeln und das Wasser. Und ja, 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 so ein ganz kleines bisschen. So, wunderbar. Jetzt muss ich ein bisschen Platz schaffen. Mhm. Das wäre schön, wenn es ein bisschen wegginge. Und wegginge. So, das mache ich auch. So. Dies Salz nimmt nicht so das Wasser aus dem Fleisch, zieht es heraus. Man ja. sieht es hier ein bisschen. Ja. So, dann fange ich hier an. Ach so, deswegen salzt du das da vorher und rollst es ein, okay? Ja? Ja. Dreh das mal einmal um. Man kann es ruhig anfassen. Sehr galant. So. Tätschle das Fleisch. Mit Tellerrand ist das natürlich schon besser, aber so. Mhm. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe das noch nicht angestellt, das Öl. Das Öl, ich stelle es mal für dich an. Bitte, ja. Wobei ich mit diesem Ofen hier dem Herd auch nicht zurechtkomme. So. So. Und dann muss man das irgendwie auf. So. So. Und hopp, hinüber. Und gedreht. Jetzt kann man es wieder klopfen, ein bisschen mit der Hand. Einklopfen. Du, das ist bei dir eine sehr saubere Angelegenheit. Sauber? Ja. Ich finde, das ist... Also bei mir sind meine Finger ungefähr 30 cm voll mit Ei und ja. Mehl und ja. Panade. So. Und ich muss allen immer sagen, zurücktreten. Ja. Weil es eine Riesenschmalerei wird bei mir. Genau, bei mir auch. Also. Naja, gut. Jetzt lege ich es zur Seite. Vorsichtig. So, sehr schick. Jetzt mache ich doch noch ein bisschen Panade. Brauche ich ein bisschen Panade? Paniermehl? Paniermehl, da. Ah, ja. Yes. Jetzt habe ich es. Ein bisschen nachfüllen. Wobei wir auch ehrlich zugeben müssen, Monika macht ja immer ihre Paniermehl selber. Ja, das habe ich gemerkt. Das hab ich das du hast dir extra Paniermehl gekauft, weil du ja. willst es noch ein bisschen feiner haben. Ich will es, ja, ich kann mit dem anderen nicht so gut umgehen, aber ich ja. finde es toll, selber machen. Ja, ich mache auch immer meins selber. Ja, aber du hast recht, es ist, manchmal braucht man es deutlich feiner. Hast du das Mehl vergessen drauf zu tun? Himmel. Ich sollte nicht so viel reden. Doch. Ja, nein. Ja, oder ich sollte besser aufpassen, würde ich sagen. Ja. Ich sollte viel besser aufpassen. Wir hätten es einfach durchziehen sollen, einfach das Mehl zu vergessen und dann ganz am Ende irgendeine Geschichte erzählen, dass immer in Wien das zweite Schnitzel ohne Mehl gemacht wird. Ja, genau. Oder doppelt paniert. Das ist so, oh, ich erzähle mal kurz die Geschichte. Wir waren zu Weihnachten, glaube ich, bei euch. Zu Weihnachten? Oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Also Ivo lebte noch, wir waren noch unten im tiefer Graben und wir waren zu irgendeiner Festlichkeit bei euch. Großes Essen, großer Tisch. Ja. Und es gab Palatschinken. Palatschinken. Ich
mehr oder weniger nicht lange vorher aus Amerika gerade zurückgekommen, Ewigkeiten dort gelebt. Ja. Hörte mir das an und wusste nicht, was das ist. Ah. Beuge mich zu meiner damaligen Freundin, heutige Frau, rüber und sage, flüstere ihr zu ihr und sage, sag, Schatzi, hast du das Stück Schinken? Ich dachte, das ist wie bei, in Berlin ja. Macht man das ja so, dass man in ein Berliner, beziehungsweise dort heißen sie Pfannkuchen, zu Silvester einen Pfennig reintut, in einen. Ah, ja, und das ist sozusagen Glück. Das ist der Glücks... Ja, Glücksfilm. Ja, und ich hab gedacht, wer den bekommt, hat Glück. Ja, und da habe ich gedacht, so Palatschinken, der einer kriegt ein Stück Schinken da drin. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt muss die so doof sind wie ich, mal aufklären, was Palatschinken ist. Ja, klar. Das ist, nennt man, glaube ich, auch in Ungarn so Palatschinken. Ja, das ist ja für uns noch weiter weg. Ja, und normales Wort für Eierkuchen oder was? Pfannkuchen. In Österreich, ja. Palatschinken, weil das ist ja sehr gemischt da, die Kultur. Nein, die Menschen ja. aus dem Osten, es ist viel Bevölkerung, also ja. alle Sprachen hin und zurück. Hier sind es mehr die Türken, bei uns sind es mehr die Jugoslawen. Also ja. die kommen. Jetzt. Sehen die Schnitzel sehr gut aus. Ich muss dir sagen, was mache ich jetzt mit meiner Hand, abwaschen? Ja, wir machen eine kurze Pause und du wäschst deine Hand ab. Die Schnitzel sind doch noch größer geworden, als wir dachten. Deshalb haben wir die Pfanne gewechselt. Genau, wir hatten vorher eine kleine schwarze, eine jetzt haben wir eine kleine schwarze, jetzt haben wir eine größere helle. Okay, jetzt bin ich jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Lege ich das erste Schnitzel hinein und das zweite Schnitzel hinein. Und dann schüttle ich das Ganze ein bisschen. Weil das Fett, das Öl, nicht das Fett, oben drüber gehen sollte. Aha. So. Jetzt brauche ich bitte da diese Gabel. Dann. Die Gabel, ja. Dankeschön. So. Ist vielleicht noch nicht so ganz so genügend heiß. Ja. Also kann es ein bisschen... Ah, das ist ja richtig bedeckt mit Fett. Es ist nicht wirklich... ja. Es ist nicht wirklich ganz, doch, es ist, also aber in diesem Fall ist es schon, aber es muss nicht sein. Doch, es sollte so voll sein, dass man es darüber gießen kann. Also das ist, dass man wenn ich das schüttle, ja. dass das Öl über die Schnitzel läuft. Aha, okay. Ja? Du kriegst sie auch immer so schön braun hin. Das weiß ich nicht. Das muss man erst mal sehen, ja. was kommt. Also ich hoffe drauf. Also ich vergesse das immer wieder. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ich schon... Nein. Aber es sieht schon ganz gut aus von der anderen Seite. Herrlich. Was ich versuche... Nein, das ist noch viel zu wenig. Jetzt werden dich wahrscheinlich 30 Leute in Kommentaren ausspießen, weil du in das Fleisch reinstichst. Steche, ja. Und dann werden die sagen, der ganze Saft geht raus. Ja, ja. Und haben wahrscheinlich recht, aber ich glaube... Du kannst dann immer sagen, das ist mein Schnitzel. Das ist, jawohl, aber ich werde es teilen. Ja. Es ist nicht nur für mich, sondern gut. Ich hoffe. Also auf jeden Fall sieht das... Sollte ich das nicht ein bisschen kleiner stellen jetzt? Kannst du machen. Ich bin nicht Herr deines Schnitzels, das bist du. Ja, ich weiß nicht. Ja, es ist ein bisschen kaputt. Wieder der alte Spruch. Wann kommt Neef endlich und schenkt uns einen neuen Herd? Genau. Das sagen wir ständig, aber irgendwie hören die nicht. Ach so, ja. Sollen wir nochmal laut sagen? Ja. So. Ich mache das viel zu früh, leider. Das ist nicht gut, was ich mache. In Zeiten von Sonnenblumenölmangel ist das natürlich eine ganze Menge Sonnenblumenöl. Das ist eine Verschwendung. Also es ist so, wenn das Fett jetzt sehr schwarz wird, ja.
dann kann man es nicht durchsieben und nochmal gebrauchen. Ja. Sollte man nicht. Aber gelingt es, dass das Fett doch noch hell bleibt, hm? Dann kann man das durch ein Haarsieb gießen, sodass die schwarzen Brösel wegkommen und ja, wieder verwerten. Ich hatte mal eine Freundin, die hat das dann immer durch den Kaffeefilter gelassen. Ja, ist noch besser, wenn es durchgeht. Wenn es durchgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es durchgeht. Nee, ich auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, du musst die Richtung ändern. Ja, irgendwie. Nee, ich meine, die Dinger so drehen. Weil dann müssen wir so? Ja, dass das auf die Seite kommt. Die so, sind so, als ob man Mitte deutlich heißer ist. Von hier habe ich sie jetzt so. Ja. Ja, irgendwas stimmt da nicht, hm? Ja, deswegen, wenn du die Ente in die Mitte tust. Ah, das ist natürlich sehr ungeschickt gemacht. Aber das ist vielleicht die ist die Pfanne ungleichmäßig heiß. Ja. Boah, beim zweiten hast du schon viel galanter. Hm? Oh, sieht das gut aus. Ich hoffe. Also noch ein bisschen. Und ich habe die Ehre, mit dir zu essen. Ja. Jetzt drehe ich doch noch mal einmal. Ja. Ja. Jetzt wird es langsam. Jetzt kommt's, ne? Jetzt ist es. Dann habe ich eine Schale vorbereitet mit Haushaltspapier zum Abtropfen. Ja. Der Schnitzel, ja. Ich lege voll gleich die Schnitzel heraus. Ja. Also dieses Öl ist relativ hell geblieben. Und das kann man gut nochmal verwerten. Sehr gut. Ja, wenn man jetzt aber da drin noch 2-3 Schnitzel brät, dann wird es dunkel. Das kann man eigentlich gar nicht verhindern. Ja. Ich mache mal aus Sicherheitsgründen das weg von dir. Ja. Und das bringen wir aus. Ja. So. Jetzt könnte ich das... Kannst du mir die ganzen Blätter reichen? Die ganzen Blätter. Also ein Ei hätte auch genügt. Hätte es auch getan, ne? Ja. Okay. Möchtest du einen Lappal haben? Habe ich. Ein Fetzen heißt das in Fetzen, nicht ein Lappal. Kein Lappal. Sondern Fetzen. Das ist was anderes. Ein Fetzen. Ein Fetzen heißt es. Okay, und wenn man in den Laden geht, dann sagen die, dann sage ich hätte gerne 100 Gramm Käse. Dann guckt die Verkäuferin mich an und denkt, ich bin nicht ganz dicht. Ja. Und dann meint sie, was? Und dann sagt ihr, 100 Gramm, sagt, na, wie viel Decker wollen sie haben? Ja, genau, Decker. Decker, ich hatte keine Ahnung, was Decker sind, aber ich habe dann irgendwie 10 Decker sind 100 Gramm. Man sagt auch nicht Pfund, das Wort ein Pfund. Das sagt man hier auch nicht mehr. Nicht? Nein, Kilo. Halbes Kilo. Ich schaue immer zu dir, das geht nicht anders. Ja, jetzt geht's ja, du kannst ja jetzt zu mir gucken. Man sagt immer da auch hier, ja, aber das sagt man bei uns auch. Also ja, das Pfund ist ja alt. Aber Decker ist irgendwie aus dem letzten Jahrhundert. Ja. Nein, Decker ist nicht. Gramm. Also Decker gibt es bei uns. Ja. Bei euch. Ja, ich sage ja, Decker ist irgendwie aus dem letzten Jahrhundert irgendwas übrig geblieben. Das ist wie vieles in Österreich. Vieles, also. Das heißt ja auch nicht hier Kartoffelsalat bei uns. Ja. Also ich sage bei uns, weil ich bin Österreicherin unterdessen. Genau. Sondern das ist ein Erdäpfelsalat. Ja, das sagt man ja auch in Süddeutschland. Ja. Erdäpfel. So, jetzt komme ich zum Erdäpfel. Die Franzosen sagen Salat. Das ja auch. Auch? Pomme de terre. Pomme de terre. So. Oh. Ich weiß nicht, ob es... So, und jetzt macht man... beim Heurigen oder überhaupt, das ist hier der Feldsalat. Ja. Das sind so kleine Büschleins. Ja. Bei uns heißt es Vogelsalat. Vogel? Vogelsalat. Hat das was mit Vögeln zusammen oder ein anderes Nein, Wort? Nein, das ist einfach ein Vogelsalat. Ich weiß nicht warum, vielleicht essen es die Vögel gerne. Okay, Vogelsalat. Vogelsalat. So, der hat ja so einen kleinen Strunk hier. Ja.
den kannst du wegmachen oder auch nicht. Genau. Ich mache ihn nicht weg. Ja, das, weil du norddeutsch bist. Eigentlich. Eigentlich, nein. Weil ich... So, und ich tue... Mal rein. Das kommt hier hinein. Ai, wie schön. Ja. Also, ich muss sagen, dass ich so großen Vogelsalat noch nie gesehen habe. Bei uns ist der ungefähr so groß. Okay. Das ist dann natürlich ein bisschen was anderes, nicht? Ja. Dieses ist ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also ich bin sehr inspiriert heute. Das ist und es ist etwas gröber, sagen wir mal. So, brauchst du einen zweiten Löffel? Könnte ich, ja. Wäre gut. Also ich tue noch mehr hinein. Bitte sehr. Dankeschön. Oh, das nimmt man natürlich nicht so in die Hand, Martin, aber... Ach so, ja. Stimmt, stimmt. So, ich tue noch welche hinein. Ja. Also ich bin... Ich bin nicht sicher, ob ich genügend Salz hineingetan habe. Nachsalzen kann man ja immer, ne? Nachsalzen kann man immer noch. Also das menge ich drunter. Ist das jetzt ein Teenie-Salat oder so, wie man ihn in also, Wien macht? Man macht sicher nicht mit Zitrone in Wien, ja? Mit dem Vogelsalat ist nicht meine Idee, sondern das macht man dort so. Okay. Ja, aber man nimmt Zitrone. Die roten Zwiebeln auch. Die roten Zwiebeln kann man auch anders schneiden. Ja. Also so, dass es so Scheibchen sind. Ja, also. Genau. Und man macht relativ viel Zucker hinein. Ja. Es ist süßlich wird, aber Essig. Ne? Also es ist so sehr... Und die italienische Seite deines Mannes sagt Zitrone? Nein. Die italienische Seite von dir sagt Zitrone? Die würden... Meine deutsche Seite... Will Zitrone. Okay. Ich liebe Zitrone. Genauso wie, das habe ich auch nicht vorbereitet, Zitronenscheiben. Eigentlich da drauf. Müsste jetzt so daneben liegen. Ja. Ja. Monika würde immer eine Zitrone in halb schneiden dazu tun. Na, ich würde es dekorativer ist es, wenn du so Scheiben hast. Scheiben, ja? Du kannst die ja dann da drauflegen und zerdrücken. Auch, Ja, und. Sehr schön. Ja. So, das ist fürs nächste Mal. Und so sieht's aus. Wunderbar. Und wir setzen uns gleich auf die Terrasse und essen das. Da, und essen das. Wahnsinn. Ich sage guten Appetit. Ich hoffe. Ah, ich habe tatsächlich mir auch ein Buch herausgesucht, wie Monika das immer macht, meine Schwester am Nordpol. Und zwar, das ist eine österreichische Schriftstellerin. Vielleicht kennen auch viele sie hier auch schon. Das ist die Marlene Haushofer. Okay. Sie ist geboren, also 1920 und gestorben 1970. Also sehr früh gestorben. War eher jemand Trauriges. Hatte auch so ein eher trauriges Schicksal. Hat mehrere Bücher geschrieben, natürlich. Aber mein Lieblingsbuch, heißt Die Wand. Das ist, dass eine Frau wacht morgens auf und mit einer imaginären Glasscheibe umgeben, völlig abgeschieden von der Zivilisation, ganz alleine, hat einen Hund, eine Kuh und später gibt ihr eine weiße Taube auch nochmal Lebensmut. Sie sammelt die letzten Erdäpfel, Kartoffeln, setzt sie ein, versucht ihr Leben eben Essbares zu finden und eben die Liebe zu diesem Hund. Nicht? Und das Ganze hört sich sehr langweilig an. Man denkt, eine Frau, immer selbe Situation. Nein, für mich war es sehr spannend, sehr tragisch eigentlich zum Schluss, weil da noch etwas passiert, was ich aber nicht verraten möchte. Dieses Buch wurde auch schon verfilmt. Vor nicht so langer Zeit, wurde, glaube ich, auch im Fernsehen gezeigt, zeigt aber nicht, wie spannend das Buch ist. Also ich kann es nur empfehlen. Ciao! Drückt aufs Glöckchen, abonniert uns. Wie? Abonniert uns. Abonniert uns. Drückt aufs Glöckchen. Drückt aufs Knöpfchen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neuer Film rauskommt. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neuer Film rauskommt. Und vielleicht nochmal mit mir. Genau. Gebt uns einen Daumen hoch. Gebt uns einen Daumen hoch. Und
guckt mal auf unseren YouTube-Kanal, auf unseren Instagram-Kanal. Nicht zu lange Sätze bitte. Guckt mal auf unseren Instagram-Kanal. Denn da posten wir Fotos von Monika unterwegs. Denn da posten wir Fotos von Monika zum Nordpol, ja, unterwegs. Genau. Mach, wie spannend. Ciao.